Gestanden Meier, Polizeihund Meier, seit 4 Jahren im Dienst als Fährtensucher. In Dessau soll ich heute fliegen lernen. Naja, zumindest mitzufliegen. Ob ich Angst habe? Ich bitte Sie, ich bin Polizeihund. Und außerdem habe ich ja Sie, meine Partnerin Katja Hillert. Sie kennt sich aus mit fliegenden Hunden. Also mit meinem alten Diensthund hatte ich dieses Training auch absolviert. Und für ihn war es auch eine Schwierigkeit, diese Kontrolle zu verlieren. Also man geht ja dann in die Luft. Das ist für einen Hund ja auch was ganz Neues, dass er keinen festen Boden unter den Füßen hat. Und ja, und die Geräusche natürlich, die ganze Situation ist halt eine ganz andere, als er sie kennt. Genug geredet. Sind ja nicht zum Spaß hier, sondern zum Fliegen. Die Leute wollen schließlich auch was sehen. Aber vielleicht gucke ich mir diesen Hubschrauber ja auch erst mal ein wenig genauer an. In der Zwischenzeit soll ihn mal mein Chef erklären, warum ich überhaupt fliegen muss. Zum Beispiel sind solche Fälle Androhungen von Gewalt. Wir sprechen häufig über Bombendrohungen in weiter entfernten Bereichen, wo mehrere Sprengstoffspürhunde zum Beispiel zum Einsatz kommen müssen, aufgrund der Größe der Örtlichkeit. So werden dann aus verschiedenen Polizeidirektionen die Hunde schnellmöglichst zusammengeführt. Okay, mir ist schon noch ein wenig mulmig zumute, aber im Ernstfall muss es ja schnell gehen. Und nach einer Weile habe ich mich auch daran gewöhnt. Vor allem der Ausblick ist ja auch echt klasse von hier oben. Wieder am Boden muss ich jetzt meinen eigentlichen Job machen. Fährten suchen. Eine echte Kleinigkeit für mich. Ach, und fliegen kann ich übrigens auch ohne Hubschrauber.